Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, wir sind immer noch dabei, die Schurkenklassenquest weiterzumachen und naja, die machen wir jetzt einfach mal weiter. Schon zurück, Junge? Was hast du herausgefunden? Ich hoffe, die Informationen des Schwarzmarkthändlers sind ihr Geld wert. Wie bitte? Die Galgenvögel wollen die Silbertränen an eine Uldanerin verscherbeln? Potzblitz. Womöglich haben sie den Handel eingefädelt, um Kontakt zu einflussreichen Personen in Ulda herzustellen. Wenn sie Admiral Melville ernsthaft die Stirn bieten wollen, brauchen sie Unterstützung von außen. Ganz klar. Und ein Agent der Gelbjacken hat sich ebenfalls dafür interessiert? Dann hat Milala also auch Wind von der Sache bekommen. Flicks und zugenäht. Wir müssen ihr zuvorkommen. Schnell zur Sonnenküste. Beim Verkauf der Silbertränen haben wir ein Wörtchen mitzureden. Das regle ich auf meine Weise. Theo, Jack, bleibt in der Gilde. Ich brauche keine Hilfe. Wiebke, jetzt ist sie übergeschnappt. Theo, pass auf sie auf, sonst stellt sie noch irgendwelchen Blödsinn an. Okay, wir gehen jetzt einfach mal zur Sonnenküste. Drüben müssen wir hin. So, was machst du da? Ich hab doch gesagt, ich brauche keine Hilfe. Ach, naja, schon gut. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass du hier bist. Verzeih mir meinen übereilten Aufbruch. Ich habe einfach Angst, dass die Lage eskaliert. Mit den Galgenvögeln der Henkersworde ist nicht zu spaßen. Jack scheut keine Auseinandersetzungen, aber ich finde, wir sollten den Job möglichst still und heimlich erledigen. Wenn die Galgenvögel nicht mitkriegen, wie wir die Silbertränen zurückholen, werden sie uns auch nicht dafür verantwortlich machen. Andernfalls droht uns eine heftige Abreibung. Der Kodex ist wichtig, klar, aber das Wohl unserer Gildenmitglieder ist mir noch wichtiger. Die Gilde ist meine Familie. Ihr habe ich zu verdanken, dass ich nicht in der Gosse verendet bin, nachdem mich die Piraten fallen gelassen haben. Der Verkauf der Silbertränen wird sicher bald über die Bühne gehen. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ein Kampf. Also dann wollen wir mal. Ich habe gehört, die Kaufinteressentin ist eine alte Bekannte von Gegeruchu, dem Herrn der Sonnenküste. Gegeruchu hat ihr gestattet, hier ihr Privatgeschäft zu erledigen, während er mit seinen Tänzerinnen und Söldnern einen kleinen Vergnügungsausflug unternimmt. Ganz schön gerissen. Das hat aber auch für uns den Vorteil, dass hier weniger Wachen sind als sonst. Wenn alles gut läuft, können wir uns unbemerkt anschleichen und die Silbertränen stehlen. Bist du bereit? Kann losgehen. Die Galgenvögel verhandeln schon mit der Händlerin aus Ulda. Bestimmt haben sie die Silbertränen bei sich. Und bleibt nicht mehr viel Zeit. Moment mal, das sind ja doch Wachen. Ich dachte, die wären alle mit Gegeruchu unterwegs. Sie sehen nicht wie Gegeruchus Männer aus und haben eine Marionette bei sich. Das könnten Söldner aus Ulda sein, die Händlerin beschützen. Das verkompliziert die Lage, aber uns bleibt keine Wahl. Irgendwie muss es uns trotzdem gelingen, die Silbertränen zu schnappen, ohne dass uns jemand bemerkt. Vergiss es, über die schmalen Stege kommt ihr niemals unbemerkt auf die Plattform. Ein Kampf ist unvermeidlich. Jack, was machst du denn hier? Wir wollten gerade... Ja, schon klar, du hast es gut gemeint. Dir geht es um die Gilde. Aber manchmal führt kein Weg an einem Konflikt vorbei. Dieser Job verlangt, dass wir handgreiflich werden, Mädel. Und ich kann es verdammt nochmal nicht allein mit der ganzen Henkersorte aufnehmen. Du, Leichtfuß, Theo und ich, zusammen, wir haben eine gute Chance, heil aus der Sache herauszukommen. Wir müssen uns vor keinem Gegner fürchten. Wiebke, vertrau mir. Mit Schleichen kommen wir hier nicht weiter. Es wird Zeit, unsere Dolche zu zücken und zum Angriff überzugehen. Jack, die macht auch wirklich gar nichts Angst, was? Also gut, ich bin dabei. Ich kann dich schließlich nicht im Stich lassen. Also los, holen wir uns die Silbertränen. Wiebke, leg dich am Fernlager auf die Lauer und schneide unseren Freunden den Weg ab, falls sie abhauen wollen. Wir teilen uns auf und kämpfen uns von zwei Seiten durch die Söldner, bis wir am Ziel sind.
Pass auf die Marionetten auf. Mit denen habe ich noch keine Erfahrung. Im Zweifelsfall ist es besser, sie mit einer Trickattacke zu überraschen. Dafür musst du dich erst verstecken und dann dein Opfer anschleichen. Wenn du nah genug dran bist, kannst du es mit einem gut platzierten Trickattacke ausschalten. Es geht doch nichts über einen Angriff aus dem Hinterhalt. Sobald du eine Gruppe erledigt hast, kannst du dich wieder verstecken, an den nächsten Gegner anschleichen und wieder eine Trickattacke ausführen. Alles klar? Gut, dann mal los. Geh du gerade raus rein. Ich greife von der Seite an. Viel Glück! Gut. Dann schalten wir die mal mit einer Trickattacke aus. Warum ist er jetzt? Okay, das ist jetzt übel. Na gut, dann eben so. Hier. So, ich habe hier ein Problem. Kannst du mir kurz helfen? Wo denn? Ja, gut, ich komme so schnell ich kann. So, komische Marionette. So, die ist erledigt. Und jetzt zu den Ohrringen. Wir schleichen uns hier wieder an. So. Das wird erledigt. Ja, Schurken! Was fällt euch ein, uns zu überfallen? Wollt ihr unbedingt den Zorn der Henker auf euch ziehen? Verzieht euch augenblicklich, dann vergessen wir den Vorfall. Pah, die Drohung kannst du dir sparen. Vor den Henkern haben wir keine Angst. Der Kodex wurde gebrochen und wir fordern Gerechtigkeit. Gib die Silbertränen zurück. Du trägst aber hübsche Ohrringe. Das dürfen die Silbertränen sein, nicht wahr? Es tut mir leid, dass du den weiten Weg hierher umsonst gemacht hast, aber der Kodex gestattet keine Ausnahme. Her mit den Ohrringen, wenn dir dein Leben lieb ist. Narr, weißt du überhaupt, mit wem du es hier zu tun hast? Mit einer hohen Vertreterin der Ostanenhalt Handelsgesellschaft. Selbst wenn dich die Henkershorde kalt lässt, solltest du Angst haben. Wer Hand an diese Damen legt, provoziert einen Konflikt auf höchster Staatsebene. Das dürfte wohl kaum im Interesse von Abram Melbib sein. Ganz genau, ich habe gute Beziehungen. Wenn ihr mir auch nur ein Haar krümmt, schicke ich euch die Osthandelhalt Handelsgesellschaft auf den Hals. Da könnt ihr euch besser gleich begraben lassen. Außerdem gehören die Silbertränen nach Ulda. Sultana Nanasha Ul Nasa verlieh sie einst einem uldischen Ritter für eine große Heldentat. Sie wurden aus dem Tresor geraubt, doch nun bringe ich sie in die Heimat zurück. Und verkaufe sie für eine horrende Summe an den Meistbietenden. Das Recht ist auf meiner Seite, also steht mir nicht länger im Weg.
Ha, das wäre eine Farce. Und selbst wenn du im guten Glauben gehandelt hättest, dem Kodex muss Genüge getan werden. Wirklich eine klägliche Ausrede, das muss ich schon sagen. Vor lauter Lügen biegen sich schon die Planken unter euren Füßen. Wäre das Recht auf deiner Seite, hättest du dich vertrauensvoll an die Gelbjacken wenden können. Schließlich hat Limsa die Silbertränen ersteigert, um sie vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Na, das ist ja gründlich in die Hose gegangen. Und jetzt willst du dich hier einmischen, nachdem die ganze Arbeit getan ist? Also bitte. Wann es mir beliebt, mich einzumischen, darfst du getrost mir überlassen. Von einem Schurken lasse ich mir gar nichts sagen. Admiral Melville hat mich beauftragt, die geraubten Schätze nachzuspüren. Deshalb bin ich hier. Vielen Dank, dass ihr mir ein wenig zurückgegangen seid. Das werde ich in meinem Bericht wohlwollend erwähnen. Gigerucho beansprucht die Sonnenküste zwar als sein Eigentum, doch wir befinden uns hier immer noch auf dem Hoheitsgebiet Limsas. Da erwarte ich, dass ihr euch limsischen Gesetzen unterwerft. Haben wir uns verstanden? Ihr seid vorläufig verhaftet und die Silbertränen konfisziert. Keine Sorge, ich gebe gut darauf Acht. Das hat ja nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Musste sich dieses aufgeblasene Weibsbild schon wieder einmischen? Das ist doch wirklich zum aus der Haut fahren. Es hilft ja nichts. Leichtfuß und ich hören uns mal um, ob wir etwas über den letzten fehlenden Schatz herausfinden können. Es würde mich nicht wundern, wenn er sich auch bei den Galgenvögeln befindet. Danke, Wiebke. Macht das, aber übernehmt euch nicht. Ah, hier seid ihr ja. Ich wollte euch kurz berichten, was aus der Sache geworden ist. Unsere uldischen Gäste haben eingesehen, dass die Silbertränen bei uns am besten aufgehoben sind und um den Tathergang des Raubes aufzuklären, haben wir vorsorglich den Buchhalter der Galgenvögel festgenommen. Ha, ganz schön mutig, ein Mitglied der Henkersäule zu verhaften, das könnte blutig ausgehen. Und ich wundere mich ein wenig über deine unlautere Methode. Offensichtlich hast du dich nicht davor zurückgeschreckt, Informationen aus dem Schwarzmarkt zu kaufen. Stellst du dich dadurch nicht auf eine Stufe mit uns? Ich bekämpfe nur Feuer mit Feuer, nichts weiter. Und der Schwarzmarkt ist zwar eine Grauzone, aber immerhin sind seine Händler keine Piraten. Die Piraterie ist es, die ich endgültig ausrotten werde, mit Stumpf und Stiel. Schon bald wird es zu einem Relikt der Vergangenheit geworden sein. Limsa braucht keine Piraten, sondern nur uns, die tapferen und ehrbaren Soldaten der Galbjacken. Das Gesocks darf niemandem mehr Leid zufügen. Das habe ich meiner geliebten Schwester geschworen, die durch Piraten dann starben. Aha, da weht der Wind. Es geht um deinen kleinen Rachefeldzug. Nur deshalb kommst du uns in die Quere. Im Gegensatz zu dir dienen wir einer höheren Sache, dem Kodex. Das hat ihr gesagt. Bei der Erledigung eines Jobs fürchten wir weder Tod noch Eufel. Wir werden nicht klein beigeben. Falls du nicht gerne verlierst, solltest du dir gut überlegen, ob du das Spiel gegen uns weiterspielen möchtest. Entschuldige dich und wir werden gutmütig über deine Einmischung hinwegsehen. Schuf, wie kannst du es nur wagen? Du wirst derjenige sein, der um Vergebung bettelt. Ich werde auch den dritten Schatz für mich beanspruchen und dann nutzlose Schuttengilde auflösen. Da hat der Spuk ein Ende. Ja, lächerlich. Du trägst dort nur deine Eitelkeit zur Schau. Behalte die Silbertränen lieber gut im Auge. Sollte deine Wachsamkeit auch nur eine Sekunde lang schwinden und sei es mitten im Tresor des Korallenturms, wird ein Schurke zur Stelle sein und den Schatz zu holen. Ich habe dich gewarnt. Los, zurück zur Gilde. Hier sind wir fertig. Ich mag diese Gelbjacken-Tussi nicht. Die ist doof. Gut, aber jetzt jedenfalls erstmal zurück zur Gilde. So, einmal die Fischer-Gilde.
So. Tja, so ein Mist aber auch. Alles lief glatt, bis Milala aufgekreuzt ist. Tut mir leid, dass deine Mühen umsonst waren. Damit steht unser Wettstreit 1:1. Wer für uns den letzten Schatz, den schwarzen Sarkophag, findet, trägt den Sieg davon. Wir wissen nicht, was die Galgenvögel vorhaben, aber es kann gut sein, dass eine direkte Konfrontation unvermeidbar ist. Dabei kann ich hoffentlich auf dich zählen. Jo, wir sind ja da, um alles zu richten. Wir nehmen erstmal das Geld. Der schwarze Sarkophag. Bist du bereit für den nächsten Akt, Theo? Du siehst aus, als hättest du fleißig trainiert. Das ist auch gut so, denn die Jagd nach dem alles entscheidenden dritten Schatz wird gefährlich werden. Bei unserem Wettkampf mit Milala steht es 1:1. Wer den nächsten Punkt für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Dann wollen wir mal die anderen herrufen und einen Schlachtplan aushacken. Also, uns fehlt nur noch der schwarze Sarkophag zum Sieg. Leichtfuß, hast du etwas über den Schatz herausgefunden? Ja, und ihr werdet es kaum glauben. Ich dachte zuerst, dabei würde es sich um irgendeine alte, staubige Kiste handeln, aber weit gefehlt. Der schwarze Sarkophag ist in Wirklichkeit eine experimentelle Waffe, die von einem galeischen Transportschiff geraubt wurde, und zwar irgendeine Art Magitech-Wassermine. Sie soll relativ klein sein und trotzdem eine gewaltige Sprengkraft besitzen, die selbst einen Behemoth augenblicklich zu Asche zerfallen lässt. Hergestellt wurde der mörderische Kasten unter großer Geheimhaltung in Lanusea und vermutlich sollte er auf hohe See getestet werden. Limsa hat diesen seltenen Schatz bestimmt ersteigert, um damit eigene Forschungen zu betreiben, falls sein Verwendungszweck überhaupt bekannt war. Was seinen Verbleib angeht, so konnte ich unseren Verdacht bestätigen. Die Spur führt eindeutig zur radikalen Fraktion der Henkershorde, den Galgenvögeln. Doch weiter bin ich leider nicht gekommen. Ich weiß nicht, ob die Piraten den Sarkophag noch besitzen oder ob sie ihn schon verkauft haben. Wenn ich allerdings bedenke, dass die Galgenvögel einen direkten Konfrontationskurs zu Abramel fahren, bekomme ich ein ganz ungutes Gefühl. Sie haben mit der Mine bestimmt nichts Gutes vor. Was gibt's? Tut mir leid, euch zu unterbrechen, aber ein Brief wurde abgegeben, der wichtig sein könnte. Ein Brief? Von wem denn? Laut Absender von unserem Informanten, dem Schwarzmarkthändler. Mit Gewissheit sagen kann ich es nicht. Sehen. Ich erwarte euch bei den Überresten von Talaos. Beeilt euch. Wie geheimnisvoll. Vielleicht hat der Händler wichtige Informationen für uns. Wichtige Informationen? Wollen wir es hoffen. Theo, wir beide gehen zu Talaos. Leichtfuß und Wiebke hören sich hier in der Stadt weiter nach dem schwarzen Sarkophag um, bis wir zurück sind. Dann sehen wir weiter. Gut, dann gehen wir mal zu diesem Ort. Der ist wo? Ah, okay, dann müssen wir nach Camp Bronzesee. Ja, hier greift mich alles an. So. Dann einmal übersetzen, bitte. Dieser Talaos ist dann dieses Konstrukt dort oben. Ich denke mal, das ist oben. Wenn nicht, dann ist es unten. Dann springen wir eben runter.
Gut, das muss irgendwo unten sein. Ah ja, da ist es ja. Ach Gott. Das sieht nicht so gut aus. Heider, den kann ich ja gar nicht gern haben hier. So, weg mit dir. Und jetzt zu euch beiden. Oh, den hat's leider erwischt. Aha, dem ist nicht mehr zu helfen. Wir erledigen unsere Arbeit immer gründlich. Wer sie mit den Galgenvögeln anlegt, blutet. So einfach ist das. Du musst deine Lektion noch lernen, was? Sonst würdest du dich nicht in unseren Angelegenheiten einmischen. Übrigens nett von dir, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Unser Kapitän Eisibir hat uns Landgang gewährt, um mit dir ein wenig zu spielen. Das haben wir uns natürlich nicht zweimal sagen lassen. Für ein bisschen Spaß sind wir doch immer zu haben. Wenn dabei etwas zu Bruch geht, dein Kiefer zum Beispiel, hast du das selbst zu verantworten. Nun siehst du, wohin dich dein lächerlicher Kodex führt. Überhaupt, in dem Saal stinkt es an allen Ecken und Enden. Selbst die Henkersworte hat sich durch das Galadien-Abkommen einen Maulkorb verpassen lassen. Aber wir Galgenvögel werden unsere Fesseln sprengen und Eisibir zum neuen Anführer der Henkersworte machen. Unter Eisibir wird ein anderer Wind wehen, ein Wind der Freiheit. Als stolze Piraten werden wir die Meere unsicher machen. Wir läuten das goldene Zeitalter der Piraterie ein. Was ist dagegen schon euer veralteter Kodex? Nichts. Ihr Schurken werdet nicht mehr gebraucht. Höchstens noch als Futter für die Fische. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Hm? Noch ein Schurke? Wo kommst du denn her? Ich habe dir aufmerksam zugehört. Dein Märchen vom goldenen Zeitalter der Piraterie klingt ja hochinteressant. Du scheinst nicht einmal zu merken, wie lächerlich du dich machst. Du sagst nur, dass du keine Ahnung von unseren Traditionen hast. Der Kodex ist die Grundlage der Piraterie. Er allein ermöglicht unser Zusammenleben und ist der Garant für unseren Erfolg. Viele Piraten mussten sinnlos krepieren, bevor endlich der Kodex Ordnung ins Chaos brachte. Ohne den Kodex gäbe es heute keine Piraten mehr. Wer den Kodex verleugnet, hat kein Recht, sich Pirat zu schimpfen. Spar dir deine Belehrungen. Sie kommt ohnehin zu spät. So gerne würde ich euch beiden gleich hier die Hälse umdrehen, aber das könnte etwas schwierig werden. Nun ja, immerhin habe ich euch lang genug abgelenkt. Was soll das bedeuten? Ha, ihr sucht doch den schwarzen Sarkophag, oder? Ratet mal, wer ihn hat. Richtig, Eisibir. Damit wird er euch allen zeigen, wer der verwegenste Henker ist. Das Meerweib muss dafür leider daran glauben, aber sie hat es nicht besser verdient. Sie hätte eben nicht die Henkersorte zum Narren halten sollen. Ihr habt es auf Melville abgesehen? Wollt ihr die Admiralsbrücke sprengen? Ihr seid doch wohl von allen guten Geistern verlassen. Ha, dann versucht doch, Eisibir aufzuhalten. Ihr werdet es nicht rechtzeitig schaffen. Ihr könnt euch aber auch noch weiter mit mir vergnügen, falls euch das mehr Spaß macht. Dafür, dass die Lage so ernst ist, hat dieses Piratenbraut viel Spaß. Aber der wird ihr schon noch vergehen. Ich bringe sie in unsere Gilde. Dort warte ich auf dich. Aber bevor du kommst, geh bitte noch beim Fogmast im zentralen Lancea vorbei und berichte Milala von dem geplanten Attentat. Wettstreit hin oder her, wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Wenn ich mich nicht komplett in ihr täusche, wird sie die richtige Schlussfolgerung ziehen. Okay. Gut, der Fogmast ist dort. Mein östliches Lancea, da sind wir doch gerade. Nee, sind wir nicht. Sind wir hier im westlichen? Nee, auch nicht.
Na gut, dann. Sommerfruchthöfe, glaube ich, wäre das Beste. So, wo ist der? Ach, da drüben links, okay. Und hui. So, da sind wir doch hier jetzt richtig, oder? Gut. Na, du Schurke, bist du gekommen, um die Silbertränen zu stehlen? Da musst du dich schon früher aufstehen. Pflichtbewusst, wie ich nur einmal bin, passe ich persönlich auf die Ohrringe auf. Den Schurken will ich sehen, der sie mir von den Ohren klaut. Wie bitte? Darum geht es gar nicht? Was? Der Anführer der Galgenvögel will Admiral Mabip in die Luft sprengen? Dagegen müssen wir umgehend Vorsichtsmaßnahmen treffen. Glaub ja nicht, dass ich darüber unseren Wettstreit vergesse. Das kannst du deinem Meister Jack ausrichten. Nichtsdestotrotz danke ich dir für die Warnung. Gut, dann jetzt erstmal zurück zur Schurkengilde. So. Gut. Wir haben ihr trotzdem Bescheid gesagt, auch wenn ich sie nicht leiden kann. Und jetzt erstmal hier. Milana hat dir geglaubt und Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Danke, das beruhigt mich ein wenig. Die Piratenbraut haben wir verhört, aber mehr war nicht aus ihr herauszubekommen. Uns bleibt auch keine Zeit länger nachzubohren. Wir müssen den schwarzen Sarkophag zurückerobern, bevor er explodiert. Ich will dir nichts vorgaukeln, der bevorstehende Einsatz wird hart, aber ich kann dir eine Technik beibringen, die deine Überlebenschancen erhöht, den Schattenfang. Damit bringst du deinem Gegner eine kleine, gemeine Wunde bei, die ihm konsequent ein Schwert zufügt. Einfach, aber wirksam. Es ist nicht leicht, jede Situation richtig einzuschätzen und die entsprechende Technik anzuwenden. Du kriegst den Dreh schon raus. So, der Schattenfang. Eine physische Attacke, Kombobedingung ist die Wirbelklinge. Und gibt einen Bonus für Schaden über Zeit für 24 Sekunden. So, den Schattenfang. Setze ich mal hier oben hin und die Wurfmesser dort drüben, das dahin und so. Gut. So, dann würde ich aber sagen, die nächste und ich glaube sogar die letzte Quest der Schurkenreihe machen wir dann in der nächsten Folge. Dann erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao Leute!